Also der Betrieb macht einen erstklassigen Eindruck von den Leuten. Man hat den Eindruck, die mögen, was sie machen. Und die mögen sich gegenseitig. Und man hat auch den Eindruck, dass der Chef nicht wurscht ist, was natürlich nicht was mit seiner Firma passiert, sondern was auch mit seinen Leuten passiert. Das hat mir sehr gut gefallen. Und der Besuch war von vorne bis hinten, glaube ich, ein Erfolg, weil ich bin mit der Frau Kommissarin dann auf den Flughafen gefahren. Sie hat noch ein, zwei Sachen nochmal nachgefragt. Die Schlüsseldinge waren sicher bei Thürenmann, dass die Firma kontinuierlich wächst, dass sie auf Qualität achtet. Ein Schlüsselsatz war sicherlich, fragt der CFO, den CEO, was ist denn, wenn wir in unsere Mitarbeiter investieren und sie gehen nachher weg? Und dann sagt der CEO zum CFO, ja, was ist, wenn wir nicht investieren und sie bleiben? Die Ausbildung erfolgt in Theorie und Praxis sehr praxisnah und bringt die Leute in Stand, dass sie eben wirklich auch wertige Arbeitnehmer sind. In etlichen anderen Ländern wird häufig geklagt über hohe Jugendarbeitslosigkeit und es wird übersehen, dass in manchen dieser Länder auch in guten Zeiten die Jugendarbeitslosigkeit zwar niedriger, aber immer noch hoch ist für unsere Verhältnisse. Und es liegt daran, dass am Bedarf vorbei ausgebildet wird. Das Handwerk tut gut daran, zunächst einmal zu sagen, jawohl, das ist ein Zugangshindernis und das schränkt den Binnenmarkt ein. Und es gehört zum Geschäft der Kommission, das ist ganz normal, dass die Kommission gelegentlich immer mal wieder überprüft, wo Marktzugangshindernisse sind und wo die noch, Klammer auf, noch, Klammer zu, gerechtfertigt sind. Und so ist das eben beim Meisterbrief auch. Und wenn man gute Gründe hat, dann braucht man nichts zu fürchten. Im Gegenteil, glaube ich, jetzt aktuell, wo so viele nach den Stärken Deutschlands fragen, ist vielleicht noch ein bisschen mehr Markenpflege. Der Meisterbrief ist ein Wertpapier, noch ein bisschen Wertpapierpflege nötig. Und dadurch, dass vor einigen Jahren einige Bereiche aus dem Meisterzwang herausgefallen sind, ist man jetzt in der glücklichen Situation, dass man Zahlen hat. Und auch sagen kann, schaut her, die Zahl der Neugründungen ist gestiegen, das ist zunächst mal eine gute Nachricht. Aber die Lebensdauer der Firmen ist gesunken, die Qualität ist gesunken, die Haftungsprozesse gehen nach oben und die Zahl derer, die man dann wirklich auch noch in Haftung nehmen kann, sinkt. Also alles in allem ein schlechtes Geschäft für den Verbraucher in Deutschland und da muss man drüber reden. Ausbildung hat immer auch was mit Wissensvermittlung zu tun, aber eben auch mit Erfahrungsvermittlung. Und wenn derjenige, der Erfahrung hat, nicht redet wie der Blinde von der Farbe, dann kann man das eben leichter vermitteln, als wenn das eben nur in der Theorie erfolgt. Also es ist immer ein bisschen schwierig, in Europa mit dem ausgestreckten Zeigefinger unterwegs zu sein. Deshalb ist es vielleicht doppelt der richtige Zeitpunkt, wo die anderen fragen, einfach auch in die Ladentheke zu gehen und zu zeigen, was uns stark macht. Und jeder muss dann gucken, was für ihn richtig ist. Zum Beispiel, dann heißt es ja, bei uns zahlt man nicht mehr Lehrgeld wie früher, sondern heute bekommen die Auszubildenden Geld vom Lehrherrn. Dann ist das noch ein ziemlich weiter Weg für manche Länder. Das heißt, die müssen sich an unserem Modell ein Stück weit auch abarbeiten. Aber nochmal, wir sollten die Zeit der Neugier, warum ist Deutschland so stark, jetzt eben nützen.